Hier haben wir noch was drin. Nein. Okay. Der eigentliche Saugroboter. Holen wir raus. Und schieben das erstmal zur Seite. So. Die LiDAR-Navigation, das hatten wir schon. Wir haben hier, schieb dir mal ein Stück vor, etwas um die Bürsten etc. zu reinigen und auch Haare zu entfernen. Das kennen wir auch von anderen Robotern. So, hier entfernen wir, das ist der Behälter für den Staub. Einfach rausnehmen und dann kann man das nach vorne klappen und den Hauptstaub rausholen. Und wenn man hier an den Staub filtern möchte, dann entfernt man den einfach und kann das auch reinigen. So, das aber wieder rein. Hier kommt mit der Bürste der ganze Staub rein. Weitere Funktion, hier kann ich resetten und sehe auch, wie die Verbindung zum Wi-Fi ist. Und ich soll diese Sicherung hier am Rand entfernen. Das haben wir im Quick Starter Guide gehabt. So. Von unten. Wir haben hier die Bürste. Auch die kann man aufmachen, um das Ganze halt eben später zu reinigen. Na? So, wieder rein. Dann haben wir hier, mit bewegt er sich. Und hiermit lenkt er. Dann hat er hier die Sensoren überall. Und wir hatten ja auch hier drin noch enthalten. Ich hole das mal raus. Gucken, wie ich da genau dran komme. So, jetzt hochziehen. So, ganz einfach. Hochziehen. Das ist die rotierende Bürste. Die kommt einfach oben drauf. Und wenn man das richtig trifft, dann hält es auch direkt. So. Fürs Reinigen. Einfach. Na, so einfach auch nicht. So, einfach hinten drauf. Und jetzt ist er im Prinzip schon komplett. Müsste jetzt aufgeladen werden. Und per App halt eben auch eingestellt werden. So, wir gucken mal, ob hier noch was drin ist. Nein, hier ist nichts mehr drin. Dann haben wir hier aber noch die Ladestation. Und die sieht aus wie auch bei anderen Robotern. So, also hier kommt das Kabel rein. Das ziehen wir mal ab. Hier ist das Kabel drin. Alles schön verpackt. So. Schön mit einem Klettverschluss gesichert. Und hier rein. Der Roboter selber fährt dann auf die Station und lädt sich auf. Das Ganze schauen wir uns jetzt auch einmal an der Steckdose an. So, diese drei ersten Schritte haben wir jetzt gemacht. Dann gehen wir zum vierten Schritt und laden mal auf. Dafür schieben wir den Roboter mal auf die Ladestation. Wir sehen direkt, dass hier auch ein Kontakt besteht. Und lassen ihn mal aufladen. Da erwacht er auch schon zum Leben. Und lädt auf. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, ein Abo meines Kanals und wenn du es noch nicht gemacht hast, vergiss nicht die Glocke.